Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Rohstoff TV auf der Invest. Sie merken schon, hier ist die Hölle los. Es ist ein Wahnsinn, super besucht. Wir haben heute Morgen gestartet hier. Es ist ja Freitagmorgen hier in Stuttgart und ich freue mich sehr, mein erster Interviewpartner Ronald Stöferle, Fondsmanager von Incrementum. Und wir werden uns mal ein bisschen über Gold unterhalten, über Helikoptergeld und ja, sonstige Schweinereien, die die Notenbanken so anstellen. Ronny, Servus Jochen. Servus, schön, dass du da bist. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Du hast bei uns vor 2 Tagen auf der Wiener Gold und Silver Network Night gesprochen. Genau. Toller Vortrag. Danke. Vielen Dank dafür. Max Schwind vorneweg, deine kurzfristige Einschätzung für Gold. Ist ein bisschen runterkommen jetzt wieder, nachdem es einen schönen Schuss nach oben gemacht hat? Ganz normal, glaube ich. Ja, ein bisschen ein Durchschnaufen. Aber eine wesentliche Message, die ich in Wien rübergebracht habe und die ich auch heute am Abend bei der Commodity Night rüberbringen möchte, ist, dass Gold wieder in einem Bullmarkt ist. Ja. Das erkennt man daran, wie Gold handelt. Es wird eigentlich jeder kleinere Rücksetzer wird sofort gekauft. Ich merke es beim Gespräch mit institutionellen Investoren, mit Private Bankern, Vermögensverwaltern etc. Die waren bei diesem großen Move im ersten Quartal nicht dabei. Gold hat auf Dollarbasis doch immerhin 16% gemacht. Ja. Die wenigsten waren dabei. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Geld auf der Seitenlinie, das eigentlich rein will. Und die kaufen jede kleinere Konsolidierung. Also insofern, ich glaube, für uns gescholtenen Goldbugs wieder ein bisschen Balsam auf die Wunden und ich freue mich auf die nächsten Monate und Jahre. Ich auch, absolut. Nein, ich muss auch sagen, ich habe etliche Fondsmanager-Analysten interviewt die letzten, ja, sagen wir mal, 3 Monate. Jeder versichert mir, es kommt runter. Alle wollen dann kaufen. Ich glaube, dass nimmer runterkommt, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen, der Markt wird es schon richten. Lass uns mal kurz auf die Hammermeldung von gestern gehen. Deutsche Bank gibt zu, Gold- und Silbermärkte manipuliert zu haben. Deine Aussage dazu? Ist krass, oder? Ist krass, ja. Es wundert mich jetzt nicht. Ja. Wer sich ein bisschen näher mit der Thematik beschäftigt, der weiß schon, dass die Kursmuster, die es teilweise gibt, schon ein bisschen fragwürdig sind, sage ich einmal. Ich habe es auch in den Gold-Reports sehr oft geschrieben. Meiner Meinung nach ist es ist im Endeffekt eine definitorische Frage, ob ich jetzt Manipulation oder Intervention sage. Ja. Im Endeffekt ist es das Gleiche. Es wird mittlerweile an jedem Markt massiv interveniert. Allen voran bei den Zinsen natürlich. Es wird am Aktienmarkt interveniert. Es wird natürlich beim Öl interveniert. Ja. OPEC, klar, ist ein riesiges Kartell, das natürlich den Preis steuert. Insofern wäre es verwunderlich, wenn das beim Gold nicht so wäre. Es gibt zahlreiche Kommentare auch von hochrangigen Notenbankern, die ja auch ganz klar sagen, dass der Goldpreis sowas wie ein Fieberthermometer für die Finanzmärkte und für die Gesundheit der Währungen ist. Insofern ist es klar, dass da auch interveniert wird. Die gestrige Meldung dennoch war sicherlich sehr interessant, vor allem auch, dass sie gesagt haben, sie haben auch beim Silber manipuliert und dass sie bekannt geben werden, wer da noch so an Bord war. Also da können wir uns, glaube ich, schon auf einiges gefasst machen und auch das könnte in diesem ganzen Bullmarkt, den ich jetzt eben kommen sehe, doch eine wesentliche Rolle spielen. Ja, ich glaube, es könnte lustig werden. Im Prinzip müsste man hier Sammelklage anstrengen als Produzent. Kann man ja machen, oder? Ja, habe ich auch schon gedacht. Genau, super. Ganz andere Geschichte, Helikoptergeld. Ist ja gerade ein Riesenschlagwort in der Presse. Was versteht man eigentlich drunter? Was ist deine Sicht da dazu? Also Helikopter-Money, das hat der Milton Friedman schon einmal erwähnt. Er hat eben dieses Bild gebracht, wonach, wenn die Inflation nicht anspringt, könnte man doch mit einem Helikopter über New York fliegen und da Dollarscheine verteilen. Und die Leute würden da, so wie es in der Bibel heißt, Manna kommt vom Himmel, sie nehmen das Geld und konsumieren und die Wirtschaft springt wieder an. Ben Bernanke hat das dann einmal erwähnt in einem Aufsatz, der hieß Deflation Making Sure It Doesn't Happen Again. Da hat er sich auf Friedman bezogen und deshalb wurde Ben Bernanke auch Helikopter Ben genannt. Das Interessante ist, dass diese Thematik, die meiner Meinung nach ein absoluter Verzweiflungsakt der Geldpolitik ist, mittlerweile immer öfter erwähnt wird. Wir haben in den letzten Gold Reports schon darüber geschrieben, dass es früher oder später kommen wird. Gab es auch beispielsweise schon unter Präsident George W. Bush. Da wurden Steuergutschriften verteilt an die Amerikaner. Also 1000 Dollar pro Haushalt oder sowas. Gell? Zufällig vor dem Wahlkampf. Ja, hat natürlich kurzfristig die Wirtschaft stimuliert. Ja. Aber wir wissen beide, das kann langfristig einfach nicht zu solidem und gesundem Wachstum führen. Aber dennoch, ich bin mir sicher, dass Helikopter-Money oder auch People's QE, wie es so schön genannt wird, dass es früher oder später kommen wird. Ja, ja, okay, sauber. Was kann man sich davon versprechen? Ist es überhaupt sinnvoll oder ist es eigentlich der größte Blödsinn?
Aus meiner Sicht ist es großer Blödsinn, aber es wird kurzfristig wird sicherlich einen gewissen Stimulus geben. Es wird vielleicht die Inflation auch ein bisschen anfeuern und genau das ist es ja, was die Notenbanker eigentlich wollen. Darum habe ich auch bei meinem Vortrag in Wien gesagt, interessanterweise sitzen wir, sage ich mal, Freunde des Goldes, Freunde der Minenaktien mit den Politikern und den Notenbankern im selben Boot. Wir alle wünschen uns steigende Inflationsraten. Nur, das Problem ist, wenn es nach der EZB geht, die behaupten, dass man dann eben, wenn wir bei 2% endlich angekommen sind, wenn wir so viel gedruckt haben, dass wir endlich 2% Preisinflation sehen, dass dann wieder quasi wie bei einem Thermostaten wieder zurückreguliert wird. Leider funktioniert es nicht so. Ich wäre da einmal eher skeptisch. Ja, ja. Muss man nur in die Geschichte schauen, es funktioniert einfach nicht. Absolut. Aber früher oder später wird die Preisinflation anziehen. Und meiner Meinung nach wird 2016 das Jahr sein, wo Stagflation erstmals thematisiert wird. Das heißt höhere Inflationsraten und eine stagnierende Wirtschaft. Ja. Ronny, letzte Frage. Wir lesen jetzt immer mehr negative Zinsen. Ja. Ich habe neulich im Focus Money eine Seite aufgeschlagen, wo Anleihen drin sind. Und da stand dann drauf, schon über 50 Staatsanleihen mit negativen Zinsen. Und es wird immer mehr. Also sprich, die Staaten können sich verschulden und kriegen noch Geld dafür. Verkehrte Welt. Definitiv, ja. Wir wissen aber, dass die ökonomischen Grundgesetze langfristig nicht ausgehebelt werden können. Ja. Diese Grundgesetze sind so wie die Schwerkraft beispielsweise. Man kann es vielleicht kurzfristig austricksen, langfristig nicht. Ich weiß auch, dass wenn wir vor 2 Jahren beispielsweise über negative Zinsen gesprochen hätten, dann hätte es geheißen, kann es nicht geben. Ja. Ja. Mittlerweile sehen wir es in 5 Währungsräumen. Meiner Meinung nach werden die Amerikaner früher oder später auch negative Zinsen implementieren. Es ist mehr oder weniger der letzte Strohhalm, an den sich die Geldpolitik klammert. Das zeigt schon die Verzweiflung im System. Und das macht mich als Kehrseite für Gold auch immer zuversichtlicher. Denn je negativer die Zinsen, desto positiver die reale Verzinsung für Gold. Absolut. Aber ist es denn nicht eigentlich dann ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, rein vom Ökonomischen her? Ich verleihe Geld und bekomme Geld dafür. Ist es eigentlich jetzt nicht das die Wunschwelt derjenigen, die Schulden machen, anstatt der Inflation? Natürlich, oder? Ja. Mein Schöner geht es ja gar nicht mehr. Natürlich, ganz klar, ganz klar. Wenn ich stark verschuldet bin, dann wünsche ich mir natürlich Inflation, ja, und nicht Deflation. Das ist auch der Grund, wieso diese Deflationspanik so groß ist. Auf der EZB-Homepage gibt es beispielsweise ein Video für kleine Kinder mit dem Deflationsgespenst. Ja. Das ist kein Spaß, das ist wirklich ein Zeichentrickvideo. Ja. Um Gottes Willen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, dass diese Deflationsangst eine Funktion der Verschuldung ist. Ja. Wenn ich als Staat, als Privat, als Unternehmen, als Bank massiv verschuldet bin, wünsche ich mir natürlich Inflation und nicht Deflation. Ja. Das heißt, man muss sich das immer systemisch ansehen und das versuche ich eben auch in meinen Vorträgen. Absolut. Ich freue mich heute Abend auf deinen Vortrag. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Danke, Jochen. Und bis später, würde ich sagen. Danke, bis später. Meine Damen und Herren, Ronald Stöferle, Incrementum, Fondsmanager aus Liechtenstein und auch in Wien tätig. Der Autor in Gold We Trust, jedes Jahr ein Sensationswerk, was er immer auflegt, mit, glaube ich, über 80 oder 100 Seiten, wenn ich es recht im Kopf habe. Es ist einfach klasse, was er für ein profundes Wissen hat, was für Präsentation. Heute Abend natürlich auch bei uns auf der Rohstoffnacht seine Präsentation. Bin ich schon gespannt und freue mich drauf. Negative Zinsen, katastrophal. Man versucht um jeden Preis Inflation zu erzeugen. Es will nicht wirklich gelingen. Dabei reiten wir uns immer tiefer rein. Gold und Silber ist das Gebot der Stunde mit Sicherheit. Solide Minenaktien gehören dazu und noch viel wichtiger, ein gescheiter Rotwein im Keller, dass das ganze Ding auch überstehen. In diesem Sinne, das war's von Invest. Vielen Dank und tschüss aus Stuttgart.